Hallo, heute möchte ich mit euch einen veganen Schokokuchen machen. Dafür bereiten wir nun erstmal die Form vor. Ich lege zuerst ein Backpapier auf den Boden, klemme ihn ein und schneide das Überschüssige außenrum weg. Dann nehmen wir ein kleines bisschen Öl oder Butter und reiben damit den Rand ein und tun den anschließend bemehlen. Die Form ist nun fertig, die stellen wir erstmal an die Seite. In einer kleinen Schüssel vermischen wir nun die trockenen Zutaten. Zuerst benötigen wir 400 Gramm Mehl. Als nächstes benötigen wir 140 Gramm Kakaopulver. Dieses wird von mir auch einmal durchgesiebt. Nun heizen wir den Backofen auf 180 Grad Umluft vor. Als nächstes benötigen wir ein Päckchen Backpulver. Einen Dreiviertel Teelöffel Natron, zwei Prisen Salz und 300 Gramm Zucker. Das wird nun miteinander verrührt. Nun benötigen wir 900 Milliliter Pflanzenmilch. Ich verwende Mandeldrink. Die Milch kommt in eine größere Schüssel. Zu der Milch kommen nun 6 Esslöffel Pflanzenöl. Ich verwende Sonnenblumenöl. Und 2 Teelöffel Vanilleextrakt. Können natürlich auch 2 Päckchen Vanillezucker verwendet werden. Die Milch wird nun mit dem Öl und dem Vanilleextrakt bzw. dem Vanillezucker verrührt. Und anschließend kommen nach und nach die trockenen Zutaten hinzu. Wenn alles gut verrührt ist, kommen nun noch 100 Gramm Schokotrops hinzu und werden auch noch kurz untergemischt. Dann kommt der Teig in die Kuchenform und kommt für 50 bis 70 Minuten auf unterster Schiene in den Backofen. Man sollte zwischendurch eine Stäbchenprobe machen, ob der Teig schon fest geworden ist und nichts mehr am Stäbchen kleben bleibt. So, der Kuchen ist nun fertig. So sieht er aus. Bei mir hat er 20 Minuten länger gebraucht, kommt auf den Ofen drauf an. Nun kann er nach dem Auskühlen noch mit Zuckerguss dekoriert werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!